Ein bisschen craften, farmen, spielen, Zombies schnitzeln. Ba-da-ba-ba-da-ba. Da-da-da-da-da. Und es ist halb. Moin. Ja, wir spielen hier mal wieder 7 Days to Die. Beim letzten Mal bin ich ja unverhofft gestorben. So. Da-da-da. Wie war dein Wochenende so, Norman? So, da sind wir auch schon wieder. Ich bin ja beim letzten Mal gestorben. So, wo ist mein Rucksack? Da ist er. Der liegt da hinten. Da müssen wir nochmal... Boah, ist das... Erstmal wieder dran gewöhnen. Voll empfindlich hier alles. So, warte mal. Kann ich nicht einfach hier runterspringen? Müsste doch gehen, oder? Jawohl, nichts gebrochen. Zack. Und nichts gebrochen. Hallo, Schweinchen. So, warte mal, was schreibt er? Ruhig und beschaulich, jawohl. Oh. Ah, das ist schlecht. Okay. Was hat das Auto? Zylinderkopfdichtung ist hinüber. Ach du Schande. Ah, das ist Pech. Kacke. Ja, wie sieht's mit Ersatz aus? Ist nicht so doll, oder wie? Ja, wird schon. Ja, sicher wird das, aber ist halt ärgerlich, ne? So. Wie kam ich denn nochmal zu meinem Rucksack? Ach ja, hier. Genau. Ah, warte. Da waren noch die Zombies. Ah, und dieser blöde Köter. Boah, ekelhaft. Ach. Das ist jetzt blöd, ne? Scheiße. Warte mal. Ah, mach mal hier 1, 2, 3, Action. Oh, fuck. Ich wollte von wegen 1, 2, 3. Nimm alles. Ja. Fuck, er hat es nicht genommen. Ah! Hau ab! Gibt's ein paar auf die Fresse. Los! Weg da! Oh nein, geh weg! Gehst du weg? Oh. Okay! Er hat's ja schon mal wieder vollgebracht. Ach, das war ja schlecht. Meine Herren. Ach, er scheint beim Bein, das ist auch wurscht. Du hast dich auch verlaufen. Warte mal. So. Ist doch ärgerlich. Geh mal weg da. Jetzt steht er auch so ein Kasper. Schnell reinlaufen, R drücken, dann habe ich alles beisammen und dann schnell wieder raus. Ja, sicher, jetzt steht da hinten auch noch ein Bär. Willst du mich rollen? Aber vom Regen in die Traufe. Das ist so blöd. Ich wollte heute eigentlich einen ganz entspannten Sonntag machen. Jetzt haben wir hier schon so einen Stress, nicht? Ist hier nicht irgendwo ein Knüppel noch? Dass ich mich wenigstens ein bisschen verteidigen kann. Oh, 2000, Wahnsinn. Mit der bloßen Faust kommt man da nicht weit. Wir bin schon dabei. Ich suche schon nach einer Waffe. Ja, genau. Die habe ich schon alle durchsucht. Oh, warte mal. Die da hinten habe ich noch nicht durchsucht. Ist da noch was drin? Na?
ne? Trübes Wasser, auch nicht schlecht. Und der hier will nicht? Doch, der will. Läuft gut. Oh, den kann man auch durchsuchen. Was haben wir hier? Das nehmen wir mit, das verkohlte Wildbret. Vielleicht können wir da ja die Leute mit weglocken. Ah, ich glaube, das so realistisch ist es gar nicht. Warte mal, das Auto da draußen. Scheiße, haben wir schon durchsucht. Den Müll haben wir durchsucht. Aber den da hinten noch nicht, oder? Den Kahn. Doch, Hammer. Hammer. Oh, da liegt was. Ist das hier so eine Lootbox? Ja, schade. Vitamine und was zum Essen. Da zappelt wieder einer rum. Ja, da hilft ja nichts, oder? Muss mal ein bisschen Holz sammeln. Kann ich das mit der bloßen Faust machen? Oh, da schlage ich mich jetzt zu Tode. Oh nee. Pass auf, wir machen hier einen auf Action, Jens, und dann komme ich hier auf die Mauer. Nein, kommt dann nicht. Wir rennen schnell rein, drücken R und ganz schnell wieder raus. Die ist verschlossen, die Tür. Hier haben wir auch schon alles durchsucht, gell? Ah, das ist ärgerlich, ärgerlich. Ah, pass auf. Ja, da zappelt schon mal einer rum und der Bär. Warum greift der Bär eigentlich den Zombie nicht an? Da ist er noch ein bisschen was zum Abknabbern. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. So, wo ist der Hund? Da liegt einer. So, und Geronimo! Zack! Na komm! Mache eh! Mache eh! So! Mache er! Laufe weg! Oh, keine Ausdauer, doch habe ich. Ha! Ihr Idioten! So, gleich mal ein Knüppel. Ah, ich habe meinen Speer. Oh, ich bin in der Ecke, ich bin in der Ecke. Komm nicht weg. Nein, falscher Knopf. Geh weg. Und nochmal. Und hoch. Wie macht ihr denn hier? Ach, das war eine blöde Idee. Ich lauf mal lieber weg. Ah, Gehirnerschütterung. Die Hand ist gebrochen. Ja, wie stehe ich denn jetzt da? Das war jetzt nicht so toll, ne? Das war jetzt nicht so toll. Sauber. Ja, finde ich auch. Richtig gut, ne? Aber mit was für Verletzungen. Was ist da? Die Hand ist gebrochen. Warte, pass auf. Ich nehme es auch hier zum weißen Auto. Achso, wir waren eh überlastet. Warte mal. Das musst du alles tragen. Im Weg geht das am schnellsten, gell? Zack, 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 zack. Habe ich was Wichtiges dabei, wie zum Beispiel Bandage? Ne, aber Antibiotika, die nehmen wir gleich mal. Mit A. Jo, haben wir ein bisschen Durst bekommen, oder? Das geht eigentlich. Ne, passt. Oh, wir haben hier... Jawohl, ein Motorwerkzeugteil. Was helfen die eigentlich? Rezepte? Okay. So, wir laufen erstmal zurück. Ach, halt, warte mal. Nee, doch. Oder? Lass mal überlegen. Bandagen müsste ich doch eigentlich craften können, oder? Wissenschaft? Nee. Gab's hier nicht mal sowas? Ist das hier mit bei? Hier, genau, so eine Schiene. Was brauche ich denn dafür? Holz? Scheiße, Stofffetzen habe ich in der Bude. Ja, dann gehen wir zur Bude und machen uns erstmal. Machen wir uns erstmal ein paar Schienen und heilen uns. Oh, hier ist Eisen.
Sehr gut. Da liegt auch nochmal Eisen. Ich würde sagen, wir bauen das hier erstmal alles ab. Nachdem wir uns versorgt haben. Verstärken die Bude. Mal eben so, ne? Sehr schnell gemacht. So, das heißt viel Holz und viel Arbeit. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Bam, bam, bam. So. Ich brauche Lumpen, gell? Lumpen haben wir gesagt. Genau. Lumpen und jetzt können wir hier die Schiene basteln. Mach das mal. Verband mache ich auch gleich mal mit. Benutzen. Ach, kann ich das nicht im Menü? Doch, nochmal schon. Warte mal. Warte mal. Kurz Statistik gucken. Was hat er denn überhaupt? Ach, nur ein verstauchter Arm. Das heißt. Nur bei Brüchen, okay. Ja, was wir haben, Hammer, gell? Aber dann müsste ich doch den Verband nutzen können. Kann ich auch nicht verwenden. Das ist ja dämlich. Gut, dann. Aber was wir haben, Hammer. Dann sortieren wir doch mal erstmal wieder weg hier alles, das ganze Zeug. Die Schiene lasse ich. Nee, die lassen wir dann auch da. Weg damit. Was haben wir denn hier noch für medizinische Zwecke? Das Klebeband packen wir mit rein, weil damit raus können wir Schienen basteln. Dann lasse ich die Lumpen auch gleich hier. Das gehört dann zusammen. Roter Tee ist auch für medizinische Zwecke, oder? Trink mal ein. Ne, Pan kommt mit zum Essen. So, was können wir denn hier alles reinpacken, was Munition wäre? Die Pfeile lasse ich mal drin, die Federn lasse ich auch mal da. Okay. Ja, bringt noch so eine Kiste für so Rüstungen, gell? Wäre auch nicht schlecht. 26 mal trübes Wasser, cool. Könnte ich quasi, jetzt brauche ich bloß noch einen Topf und einen Grill, damit ich... sag's mir schnell. Das Wasser aufbereiten kann. Hm? Jetzt habe ich noch Glück und habe hier noch so ein paar Teesorten. Und ein Mineralwasser. Hm? Und einen Kaffee. Obwohl, den lasse ich mal da. Das lasse ich auch mal da. Das kleine Steak. Sodele. Kartoffel auch. Die können wir dann später Kartoffelsamen, denke ich mal, rauskriegen. Und dann ganz viele Kartoffeln einpflanzen. Das Ei lasse ich auch mal da. Können wir ein Spiegelei machen. So. Mal kurz sortieren hier. So. Aber das mit her können wir später verpflanzen, wenn wir einige Bäume weg haben. Ah, hier, genau, die Steine wollte ich noch verlegen. Als Verstärkung für die Holzplätze. Genau. Hier das Öl, das können wir auch verstauen. Die Vitamine. Ja, siehst du mal, ne? Ach Gott. Da, 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 da. Erschöpfung und Krankheitswiderstand. Ja, also mal eins nehmen. Nehmen wir einmal.
und her gerissen. Also, das war nur ein Shift hier. Der hier, ne? Ah, das geht viel schneller, siehst du? Das ist noch viel geiler. Das ist. Nutzen wir gleich mal. So, das ganze Zeug hier. Genau. Das lege ich mal hier unten mit ab. Das wird unsere kleine Kruschkiste mit den ganzen Rohstoffen und Bauteilen am besten. Die Nägel kommen auch hier mit her. Lockpick lassen wir da. Oder mal den können wir zerlegen. Ja, probieren wir nochmal aus, wie war es mit Shift, ne? Zack, jawohl, weg ist es. Ah, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Dann hier den Lehmboden. Holz lassen wir da. Das packen wir hier zu Plastik mit hin. Zack. Ja, jetzt hat man sich einen schnellen Triff, den schnellen Klick raus und macht es trotzdem nicht. So. Und die Schaufel kommt hier runter. Sehr gut. Warte mal, Steine. Die nehme ich mal hier mit her. Weil dann können wir nicht das Werkzeug reparieren. Machen wir gleich mal hier die Schaufel zum Beispiel reparieren. Jawohl. Steinaxt reparieren. Jawohl. Knüppel reparieren. Hammer. Den Kumpel reparieren wir auch. Die Donnerbüchse können wir nicht reparieren. Zifix. Ah, die ist im Eimer. Kein Problem, legen wir ab. Geht erstmal hier mit her. So. Was können wir bauen? Wir hatten doch hier so Pflastersteine. Machen die mal so rein. Fertigen. Mal gucken, was die aushalten. Bin ich ja mal gespannt. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. So. Was habe ich hier eigentlich noch hier unten drin? Was ist denn das? Ja, okay. Ziehen wir gleich mal an, haben wir wieder einen Platz mehr. Dann kommt hier die Steinaxt hin. Schaufel lassen wir da. Wo habe ich eigentlich meine Fackel? Die hatte ich das letzte Mal schon gesucht. Die hing, glaube ich, noch am Haus, oder? Wo habe ich die hingepackt? Das ist doch ärgerlich. Scheiße, kann ich nicht reparieren. Aber geht mal mit rein. Gut, gut. Soll das ein Eingang werden, Ausgang? Ne, den lassen wir mal hier, weil immer eine fette Tür. Dann machen wir hier das Ding mal zu, hä? So. Dann hier hinten. Na, hier kommen die ziemlich schnell durch, gell? Dann schlage ich doch hier die komplette Wand ein. Und verstärke die dann mit diesem Stein. Pflasterstein. Glaube ich am sinnigsten. So kriege ich auch ein bisschen Holz wieder. Wollen wir nochmal gucken. Ach jo. Ganz gemütlich. Ach ja, herrlich so ein Sonntag. Frau ist unterwegs. Ja.